hast du gewusst, was das bedeutet hat? Du hast es eigentlich gestern schon gesagt. Ja gut, wenn natürlich einzelne Clubs nicht einmal mehr trainieren dürfen, wenn sie von ihren sportlichen Aktivitäten ausgeschlossen sind, sage jetzt mal relativ salopp ausdrücken, könnte man sagen, da braucht man kein Hochschulstudium, um Entscheid zu kommen, dass das eigentlich Saisonende bedeutet. Weil man kann ja nicht Eishockey spielen und einzelne Mannschaften können nicht einmal trainieren. Wenn man jetzt hat Welle Eishockey spielen, dann müsste man sagen, alle die drei Tessiner Mannschaften müssen in die Deutschschweiz zügeln und dort ein Hotel nehmen und bei den anderen Club trainieren. Im Unwissen, was morgen der Bundesrat entscheidet, vielleicht wird es ja ausgeweitet auf andere Kantone, vielleicht auf die ganze Schweiz. Mhm. Darum der Entscheid, der hat sich natürlich abzeichnet. Ja, ich glaube, es ist genau so, wie es der Peter sagt. Die Regularität vor einer Meisterschaft, die wäre schlicht nicht mehr gewährleistet gewesen. Und darum ist für mich das eigentlich, nachdem die Tessiner Behörden so entschieden haben, eigentlich auch klar gewesen, dass es nur noch den Ausweg geben kann. Wie hätte man sich sonst auch vorstellen, du gehst noch in Ambri und bei den Chino Rockets irgendwie zu trainieren, oder? Das geht einfach nicht mehr. Nein, absolut. Ich glaube, die zwei Herren haben es perfekt zusammengefasst. Und das andere wäre auch gewesen, nehmen wir an, wir hätten dann gestartet und dann wäre plötzlich mal noch ein Spieler mit dem Virus auftaucht. Was machst du dann? Dann kommst du noch mehr ins Eich, oder? Und es ist eigentlich wahrscheinlich fast besser, was wir jetzt einfach gesagt haben, das wäre es gewesen, die Handbremse gezogen hat. Hankerum ist es natürlich gleich richtig und wichtig gewesen, lang die Strategie zu fahren. Wir setzen alles dran für die Spiele. Ja, klar. Das ist unsere Pflicht. Wir haben Ja gesagt zu diesem Wettbewerb. Auch wenn das Umfeld ist schwierig geworden ist, dann muss man konsequent bleiben und wollen durchspielen. Aber jetzt war wirklich eine höhere Macht im Spiel gewesen, ein behördlicher Entscheid, der nicht nur gesagt hat, ihr müsst ohne Zuschauer spielen, sondern das war de facto ein Aktionsverbot gewesen. Ihr dürft nicht mehr trainieren, nicht mehr spielen. Das macht einen grossen Unterschied. Oder? Ja, das ist richtig, oder? Es ist ja, was ist im Zentrum? Im Zentrum ist der Sport. Und darum hat man sportlich eigentlich Hockey spielen. Genau. Im Wissen, dass halt Fans nicht dabei sein könnten, das ist die Essenz des Sports, wäre sehr, sehr schwierig geworden, diskussionslos. Aber es ist am Schluss auch eine Abwägung von den Interessen. Und man müssen sagen, wir müssen irgendwie alles dran setzen, zum Spielen. Damit wir unsere Meisterschaft regulär beenden können. Das war jetzt nicht möglich gewesen. Und darum ist, glaube ich, jetzt das in der letzten Konsequenz halt ein Entscheid, wo alle damit müssen, sich auseinandersetzen und auch Konsequenzen tragen. Ein Entscheid, der heute Morgen gefällt worden ist bei einer Telefonkonferenz, eine Liga-Versammlung, die auf diese Art und Weise stattgefunden hat, unter der Leitung von Denis Vosche. Ja, es ist sicher eine gedrückte Stimmung. Für uns ist es ein schwarzer Tag für die Schweizer Eishockey. Ich glaube, wenn man nicht mehr spielen kann und wir einfach irgendwo mit drinnen sind, ich glaube, da hat keiner von den Clubvertretern Freude. Und ich glaube, jetzt müssen wir schauen, dass wir nach vorne positiv bleiben können, dass wir die Energie mitnehmen für eine kommende Saison. Und ich bin überzeugt, dass wir wieder Hockey spielen werden, so wie wir uns das gewöhnt sind, nämlich auf einem regulären Modus und nicht immer im Krisenmodus. Also diese Hoffnung, die teilen wir selbstverständlich absolut. Was wir nicht so genau wissen, ist, wie muss man sich so eine Telefonkonferenz vorstellen, wenn es um so einen wichtigen Entscheid geht und so viele Leute daran beteiligt sind. Und du hast mitgelost und mitgeredet. Ja, also wo die Einladung gekommen ist von der Liga mit dem Verteiler, ich glaube, es sind irgendwie jeder Club mindestens einen am Telefon, teilweise vielleicht zwei. Und dann hat man ganz viele Hintergrundgeräusche. Oder? Man meint, der fährt der Zug am Fenster vorbei. Bei diesen Leuten noch das andere Telefon. Und der andere schreibt noch am PC irgendetwas und lässt den Drucker laufen. Das ist also nicht so einfach. Man hat den Namen verstanden, aber es ist, so lange kann man das auch nicht machen. Und heute ist es eine halbe Stunde gegangen. Eben, wie harmonisch muss man sich das denn vorstellen? Wie schnell ist man dann zu dem Entscheid gekommen? Also das geht wirklich sehr geordnet zu und her. Also das Kompliment an der Liga-Führung. Das ist klar, es gibt klare Regeln. Man muss sich daran halten. Wenn einer redet, muss er sagen, wer er ist, von welchem Club er ist. Nicht, damit da einfach ein Palaver ist. Das war wirklich sehr gut organisiert gewesen und alle Teilnehmer haben sich an das gehalten. Das läuft sehr gesittet ab. Ich denke, wir haben es schon mal erlebt, Peter, oder? Ja. Wie früher. Ja. Was war es so? Ja, dann ist es um einen Fall Basel gegangen, wo am Schluss eine 13er Liga ist daraus geworden. Es hat auch so Telefonkonferenzen gegeben. Ich gebe dir recht, heute läuft das sehr gesittet. Damals war es schon noch ein bisschen mehr Wildwest, oder? Ja, und damals hat man gewusst, dass auch die Journalisten mithören. Also es hat Clubs gegeben, die haben auch den Journalisten. Das würdet ihr natürlich schätzen, oder? Zugang gewährt. Nein, da würden wir natürlich nie anhören. Ich kann mich erinnern, am nächsten Morgen im Blick hast du dezitiert gehört, was du in dieser Telefon. Ja.
Konferenz gesagt hast, ist gestanden, Doppelpunkt, Anführungszeichen. Ja, vielleicht morgen auch noch mit Drucker ist gelaufen. Und mit dem Hintergrundgeräusch vom Zug. Also auf jeden Fall, das hat heute stattgefunden, das ist entschieden worden. Und dann hat das natürlich auch Auswirkungen gehabt auf die Mannschaften. So auch beim HC Davos. Man hat eigentlich sehr intensiv darauf angeschafft, auf den 17. März, wo man gemeint hat, die Playoffs fangen an. Aber so hat es dann heute in der Garderobe ausgesehen. Vorher intensiv geschafft worden. Und heute dann also die Lehre, die gähnende Lehre beim HCD, dort, wo der Sportchef kurz vorher mit der Mannschaft geredet hat. Ja, das hat mir auch persönlich sehr weh getan. Ich glaube, gerade in der Situation oder Ausgangslage, wo wir uns erarbeitet haben, um dann auch die traurigen Gesichter zu sehen oder das Ausschnaufen, das ist etwas, was du nicht gerne machst. Auf der anderen Seite müssen wir auch ganz klar sagen, ist das Richtige zum Machen in dem Moment. Obwohl dass es für den Sport wehtut, ist die Gesundheit im Moment auch von unseren Spielern, unserer Familie viel wichtiger als das, was wäre gewesen. Das ist absolut nachvollziehbar. Und gleich spürt man so eine, soll ich sagen, eine gewisse Bitterheit daraus raus, oder? Weil man versteht es gerade beim HC Davos, was so eine überraschende Saison anlegt und eigentlich in so einem Lauf war im Hinblick auf die Playoffs, ist es natürlich besonders bitter. Ja, klar, ich meine, das sind Monate, wo du da investierst, oder, wo du auf ein Ziel anschaffst, oder, und nachher dann, wenn es endlich losgeht und interessant werden, dann passiert nichts, oder? Das ist sehr, sehr bitter, oder? Und ich glaube, jeder Sportler kann sich sehr, sehr gut in die Situation hineinversetzen. Ich denke auch, zum Beispiel aus Freiburg. Es war die ganze Saison nur ein Fighter, was sie irgendwie in die Playoffs hineinkommen und schlussendlich jetzt sind sie drin und sie können nicht spielen. Aber jetzt tut es sich noch auf 2-3 Wochen, hat sich sogar noch, wie soll ich sagen, akzentuiert, weil die letzten Runden werden gespielt. Du weißt, hast es geschafft, hast es nicht geschafft, bist Qualisieger oder whatever. Und dann hast du gewusst, normalerweise geht es jetzt gleich weiter. Oder? Und dann irgendwann hast du gemerkt, oh nein, jetzt geht es noch 2 Wochen. Dann hast du mal ein bisschen runtergefahren. Aber irgendwann musst du wieder anfangen zu trainieren. Wann fährst du rauf? Wann fährst du dich anfangen zu fokussieren? Ich glaube, das war ganz schwierig für Teams, aufzuspielen, dass geht es jetzt weiter, geht es nicht weiter? Und gleich willst du parat sein, wenn es losgegangen wäre. Schwierig. Wie hast du das wahrgenommen rund um die Mannschaft? Ja, es ist natürlich schon so, weil es ist die Unsicherheit da, wie geht es weiter. Mhm. Wenn man jetzt irgendwo einen Vorteil sucht an dem Entscheid von heute, dann gibt es nur einen Vorteil. Wir haben Klarheit. Das ist der einzige Vorteil und die Unsicherheit ist weg. Auch wenn es eine Klarheit ist, die wir uns in dieser Art nicht gewünscht hätten. Aber es ist jetzt so. Und ich glaube, die Enttäuschung in der Garderobe, wenn man sich das vorstellt, die 24 Garderoben, aber es hat ja auch eine Auswirkung auf alle anderen Ligen in der Schweiz, oder? Also richtig. U20 Elite, U17 Elite, mitten in den Playoffs. Eure Frauen sind ein Siegerweg im Finale, Best of 5, und da steht 2-0. Und am Samstag wäre Spiel 3 abgesagt, oder? Das ist natürlich unglaublich bitter. Und darum ist die Enttäuschung riesig bei allen Beteiligten. Wenn man aber schaut, jetzt, was noch die anderen Sportarten passiert, Fußball, Champions League zum Beispiel, Millionen-Business, NBA, Milliarden-TV-Deal. Oder? Also die Auswirkungen sind immens und ich glaube, in der letzten Dimension haben es gar noch nicht alle wirklich begriffen, wie gross diese Dimension sein wird. Also eine Dimension, die müssen wir noch aufgreifen, nach den emotionalen Komponenten, wenn wir auch über die wirtschaftliche Komponente von dem Abbruch von der Meisterschaft reden. Was heisst das konkret für Clubs, zum Beispiel auch für den EV Zug? Der Oliver Franzen hat mit dem Geschäftsführer, mit Patrick Lengwiller können reden. Ja, ich glaube, es wird sich weisen in den nächsten Wochen mit den Organisationen, der schwierige finanzielle Misserfolg könnte verkraften. Und da und dort wird es sicher Club geben, wo es Leute braucht, die Geld einschiessen. Das kann man das sehr, sehr gut vorstellen. Und wahrscheinlich in ein paar Wochen, Monaten werden wir dann sehen, ob es auch alle Organisationen überhaupt noch gibt. Dort fährt es mal an. Das wird uns logisch dann damit auch in der nächsten Saison begleiten. Ich hoffe schwer, dass es die 12 NL-Club und die 12 Swiss League-Club einen Weg finden, in der nächsten Saison zu starten und auch gut zu starten. Aber es wird sich weisen. Eben, also ich spüre da raus, so sicher ist es nicht, ob all die Profiklubs das überhaupt schaffen, finanziell, was jetzt passiert. Ja, also ich glaube, der Patrick hat das sehr gut zusammengefasst. Oder? Es ist, es trifft einfach schlussendlich jetzt jeden. Das Problem ist, dass es hat jetzt Auswirkungen, die Auswirkungen, was diese Saison anbelangt, die kann jeder berechnen. Mhm. Ich kann mir auf
sagen ein paar 10'000 Franken genau. Im Vorfeld hat man die können berechnen und er weiss jetzt, wie gross der Schaden ist. Aber die Unsicherheit, was die nächste Saison anbelangt, was passiert mit den Saisonkartenverkäufen, was passiert mit den Sponsoren, gibt es da allenfalls noch Forderungen? Das sind so viele Komponenten im Spiel, wo man nicht genau weiss, was hat das für Auswirkungen auf die neue Saison. Leider gibt es auch Leute, die sagen, der Coronavirus käme im Herbst zurück. Das finde ich jetzt auch nicht sehr zielführend, wenn man spekuliert, was in 5-6 Monaten soll sein. Das finde ich jetzt auch nicht sehr zielführend. Aber ich glaube, was wir können sagen ist, wie gross ist bei jedem Club der Schaden heute. Und er muss abschätzen, was in Zukunft ist. Und da kann es natürlich der ein oder andere Club geben, der allenfalls in Schlingel kommt. Wie gross ist der Schaden bei euch, bei der ZSC Lions? Auf unserer Basis, wo wir budgetieren, nämlich Playoff-Halbfinale. Und das Budget sagt 5 Heimspiele, 5 Auswärtsspiele, mit den Zuschauereinnahmen. Die haben wir aber konservativ berechnet, weil wir letztes Jahr sehr eine schlechte Saison hatten. Mit den Sponsoreneinnahmen, sprich Prämien im Playoff, minus all die Kosten, die man jetzt eben nicht hat. Man hat keine Reisekosten, man hat keine Verpflegungskosten, keine Stadionmiete und. Ist der Schaden total für uns etwa 1 Million? Ja, das kommt, glaube ich, sehr stark darauf ab, wie du, Peter, richtig gesagt hast, wie ein Club budgetiert hat, was er für ein Businessmodell genommen hat. Oder? Im Idealfall hat jetzt der am meisten Glück, der versucht, seine Fixkosten eigentlich mit den Regular-Season-Einnahmen zu budgetieren und einfach sagt, alles, was nachher kommt, ist noch, wie sagt man, das Kirsch auf dem Kuchen. Oder? Mhm. Aber das vermag praktisch niemand. Und jetzt, glaube ich, spielt es eine enorme Rolle, kurzfristig betrachtet, hat ein Club in diesen 25 Heimspielen, die er spielen konnte, eher über Budget gut geschafft oder schlecht geschafft. Das ist mal wichtig. Und dann kommt genau die Frage, wie manches Spiel hat man dann eingerechnet, dass man Einnahmen machen kann. Und im besten Fall, wenn jetzt ein Club sehr gut geschafft hat während der Quali und vielleicht nur 2 Heimspiele budgetiert hat, kann das vielleicht noch ein blaues Auge geben. Aber Ueli, bei euch, du bist Verwaltungsrat von EHC Biel, der hat noch Gastronomie. Ja. Das kommt noch on top dazu. Also der Schaden ist dann noch grösser. Dass wir das recht verstehen. Ich habe jetzt nicht von der Gastronomie geredet, ich habe rein von den anderen Einnahmen geredet. Darum sage ich, on top ist so. Bei all diesen Clubs wie Zug, und Biel, Bern und so weiter. Und jetzt kommt etwas dazu, wo halt auch extrem wichtig ist. Und da hat zum Glück die Liga auch in den letzten Jahren immer wieder die Auflagen verschärft, oder? Wer ein dünnes Fettpolster hat, also eine dünne Eigenkapitalbasis hat, das macht schwupp und die ist weg mit einer so einer Meisterschaftsabsage. Und dort sehe ich das grösste Problem. Es ist vielleicht nicht mal die Liquidität, aber wie viel Substanz hat man und mit dieser Substanz, wie viel kann man noch decken? Dann in dem Fall, wie gehen wir denn damit um? Wie geht die Liga? Wie gehen die anderen Clubs mit um? Wenn jetzt im Sommer jemand muss sagen, schau, das schaffen wir so einfach nicht. Gibt es eine Absicherung für die Clubs? Nein, das gibt es nicht. Und man kann das jetzt auch nicht irgendwie in Szenarien diskutieren, was ist wann. Sondern man muss sagen, wenn es so ist, ich glaube, der die Übersicht hat, ist der Toni Wusche mit der Lizenzkommission. Die kennen Zahlen und die wissen etwa, was Klub erwirtschaftet und wie das Polster eben ist, die Eigenkapitalbasis ist, was mag verleiden und die würden wahrscheinlich, sie dürfen es nicht, aber die wissen und können es aber nicht sagen, welche Club potenziell in Schlingern kommen könnten. Ja. Ich kann mir auch noch vorstellen, was gerade so im sportlichen Bereich vielleicht der ein oder andere Club dann sagen wird, ja, wir müssen vielleicht gerade im sportlichen Bereich auch Einsparungen machen. Sprich, wir gehen vielleicht nur mit einem Ausländer plötzlich. Oder gerade viele Clubs haben jetzt noch nicht alle Ausländerlizenzen oder viele Ausländerlizenzen gelöst. Ich kann mir gut vorstellen, was auch dort in diesem Bereich. Aber Clubs würden sagen, sorry, wir können das Jahr, also nächstes Jahr respektive gar nicht mit 4 oder 5, je nachdem starten, was dann auch bringen. Wenn wir es dann gerade haben von Spielerverträgen, oder du als Spieleragent, du weißt sehr genau, die Spieler, die haben ihre Verträge. Grundsätzlich laufen die normalerweise bis Ende April. Also das sind Forderungen natürlich auch auf Spielerseite rum, wo, wir haben es gehört, bei mir als Biel wären wir bereit gewesen, auf Playoff-Prämien zu verzichten. Das ist eine wunderbare Geste. Aber das ist natürlich immer noch viel finanzielle Last für Clubs rum. Und irgendwo auch Hoffnung von den Spielern, dass das alles super bezahlt wird. Ja, also ich kann dir keine genaue Zahl sagen, aber es war etwa ein Telefon, das ich in den letzten paar Tagen bekommen habe, wo es genau um das Thema gegangen ist, wo die Spieler angerufen haben und gesagt, du, wie sind unsere Löhne gesichert? Also wie sieht das dort aus? Was hast du noch gesagt? Ja, je nach Club habe ich etwas anderes vielleicht müssen sagen, oder? Nein, ich glaube, es ist wirklich nicht jeder Club in der gleichen Situation, oder? Was man kann sagen, also was man pauschalisieren kann und kann sagen, du, dein Lohn ist garantiert sicher. Aber ich glaube, am Ende des Tages muss man das grosse Bild anschauen und ich sage, man muss, ich glaube, und da bin ich jetzt ziemlich sicher, was auch jeder Spieler das auch einsieht, am Ende des Tages, wenn es ein Club lupft, dann sind alle im Seich.
Oder man muss schlussendlich einfach alle müssen einfach den Kopf einschalten und clever sein und einfach Entscheidungen treffen, wo man langfristig kann sagen, macht Sinn. Wenn du sagst, es gibt eigentlich ein Wort, das das ein bisschen zusammenfasst, oder? Ich glaube, alle, sei es Arbeitnehmer oder Arbeitgeber, sind in einer ganz schwierigen Situation. Und in einer schwierigen Situation ist einfach mal Solidarität zuerst gefragt. Weil einfach jeder in seinem Schützengraben verharrt und sagt, ja, ich kann es nicht mehr zahlen, ich schaue selber. Oder der andere sagt, ja, das ist gut, fertig, ich lasse nicht mit mir diskutieren. Ist das sehr, sehr schwierig. Ich erwarte viel Gespräch zwischen Clubführung und Spieler. Und ihr hoffen wir schon auch, dass eine gewisse Solidarität da ist, auch unter den Club gegenseitig. Es geht nicht nur um einen Einzelclub. Weil eins ist klar, wenn wir jemanden verlieren wegen dem, dann haben wir sowieso alle Schaden. Da bin ich ganz bei dir. Ihr versteht sicher, wir gehen noch zu anderen Sichtweisen in dieser ganzen Thematik rein. Wir wollen nämlich auch noch die Trainersicht hören. Und das beim Dan Tanjes beim EV Zug. The hunger and the drive to win that championship will not disappear just because we're not able to play. And now we just have to mobilize and get ready for another try next year. That's life in this business. At the same time, you know that as a player especially, and even as a coach, you get a few chances that stands out like great opportunities. I think this year was a great opportunity for us to go all the way. And now we don't get that opportunity. That's probably the most frustrating thing. But like I said, after losing the final last year, as much as we feel frustrated right now, I think winners, they find ways of channelizing that frustration into fuel, into drive to work harder and more focused in for next year. And I hope and I feel confident that we're going to come back strong. Ich gebe es zu, ich hänge ihm an den Lippen, wenn er das sagt. Und ich stelle mir gerade vor, ich bin ein Spieler in der Garderobe, muss mit dieser Enttäuschung umgehen. Dann bin ich noch froh, wenn ein Trainer so zu mir redet. Gibt mir irgendeine Perspektive im Hinblick auf die nächste Saison? Ja, absolut. Und was er sagt, ist natürlich völlig auf den Punkt gebracht. Also ich meine, du hast nicht jedes Jahr die Möglichkeit, um den Kübel zu holen. Und wenn wir das gerade aus Clubseite vielleicht so sehen, klar, es ist Mannschaftssport, aber du hast nicht jedes Jahr ein Pius Sutter in Hochform oder ein Rafael Diaz, der top spielt. Und wenn du die Möglichkeit dann plötzlich nicht hast, zu diesem Jahr den Kübel holen, dann ist das wirklich extrem bitter. Es ist super, dass es anspricht. Oder? Pius Sutter, unglaublich, ist er so anerleidet. Du denkst, so, ey, wenn der so weitermacht, dann schiesst uns gerade eigenhändig zum Titel. Und jetzt steht im Raum, dass er in die NHL könnte oder wird wechseln. Gibt es manchmal so Gedanken, wo du denkst, nein, aber nicht jetzt. Nicht jetzt, nicht in dieser Saison. Ja, wenn sie letzte Saison fertig gewesen wäre, vorzeitig, dann hättest du es wahrscheinlich genug. Ja, da können wir mit dem SC Bern reden. Nein, also das ist logisch, das ist so. Oder? Das ist extrem bitter. Kann man aber auch noch, man kann auch noch andere Beispiele nehmen. Man kann Spieler nehmen, die jetzt Karrierenende haben und so ein Karrierenende müssen erleben müssen. Dass sie keinen Vertrag mehr bekommen, dass sie selber entschieden haben, dass sie aufhören. Und dann haben sie nicht einmal die Chance, eine Ehrenrunde zu machen, sondern sie haben die letzten zwei Spiele vor leeren Rängen gespielt. Und jetzt werden sie noch die Chance beraubt, überhaupt noch einen anständigen Abschluss von der Saison zu haben oder von der Karriere zu haben. Das ist für die Spieler noch bitterer. Also, ich glaube, der Pius Sutter hat noch sehr viel vor sich, aber die anderen, für die ist es leider vorbei. Also, der Peter Zahner könnte eigentlich gerade mit mir den Platz tauschen. Du hast jetzt die perfekte Überleitung gemacht zum nächsten Teil, als hättest du gewusst, was als nächstes kommt. Weil jetzt sind wir bei genau den Herren, die offiziell schon mal gesagt haben, sie beenden ihre Karriere. In der Swiss League sind das der Franco Kohlenberg, dann der Fabian Sutter und der Romano Lem. Und in der National League ein Ralf Stalder, ein Mathieu Chante, Jonas Hiller und Julien Vauclair. Und wenn wir es haben vom Jonas Hiller, vom Goalie hier in der Mitte, dann reden wir von, wirklich, das können wir glaube ich sagen, einem von den besten Goalies in der Geschichte vom Schweizer Eishockey. Und unser Reporter, Gabriel Gasser, wenn wir das anschauen, der hat es irgendwie geschafft, ins Wohnzimmer von Jonas Hiller zu kommen. Wie hast du das gemacht? Wie hast du das gemacht, Gabo? Ja, einfach von Erlenbach auf den Zug geküpft und dann sind wir hierher gefahren, auf Hingekappelen, ins Zuhause, ins Wohnzimmer von Jonas Hiller, dem Mann, der fast 20 Jahre lang Profi-Hockey gespielt hat. Und wir sehen hier, Jonas, Feierchen, Helme sind zusammengekommen. Wir haben jetzt hier nur eine Auswahl. Insgesamt 17 Helme hast du oben in deiner Auswahl oben hergestellt. Jetzt haben wir drei oder vier rausgewählt. Warum? Welche sind es?
Ja, schwierig sie zu auswählen. Es sind doch unterdessen ein paar. Ja, ich glaube, mal den aktuellen Helm, ja, den ich leider nicht so lange können anhaben, wie ich gerne hätte. Der sicher der Davos-Helm, der das Ganze so ein bisschen überhaupt angefangen hat. Ja, vielleicht mal Geld verdienen mit dem Hockey. Der Mittler da vorne? Der, ja, ich wüsste jetzt aber nicht, in welcher Saison zu Davos. Aber, und dann eben nachher halt Anaheim, wo für mich natürlich ein grosser Traum in Erfüllung gegangen ist. Und das andere war halt noch eben Lausanne. Eben, der Uli ist, glaube ich, im Studio. Und wir hatten schon das Gefühl, den Lausanne-Helm muss ich schon noch vorholen, weil es wirklich das erste Mal war, wo ich wirklich national spielen konnte und nicht nur national zuschauen. Also, dann geben wir noch den Aufruf gerade an Uli. Uli, das ist natürlich eine spezielle Geschichte mit dem Jonas Hindel zusammen. Du hast ihn dazu mal 2003, korrigier mich, Uli, auf Lausanne geholt, ins Wattland runter. Und hast ihm die Chance gegeben, einem jungen Goalie sich zu beweisen? Also er hat sich die Chancen verdient, die habe ihm sie nicht müssen geben, das möchte ich mal klarstellen. Aber ich kann mich schon erinnern, Jonas, wir sind irgendwo in Davos an einem super Wintertag, dort irgendwo gehöckelt, haben zusammen zu Morgen gegessen und ich habe mich etwa 3 Wochen darauf vorbereitet, dir schmackhaft zu machen, komm doch auf Lausanne, wir geben dir eine Chance. Du hast mir gut zugelassen, hast das Papier unterschrieben und es ist ja nicht so schlecht rausgekommen. Hat sich gelohnt, oder? Ja, schon. Wobei, ich glaube, eine der schwierigsten Saisons war. Also, eine Saison drei Coaches gehabt. Der Uli ist nach irgendwie 2 Monaten hat er genug gehabt und hat gesagt, er geht ins Foto. Also von dem her war es keine einfache Saison gewesen, aber auch eine Saison, in der ich extrem viel gelernt habe. Und für mich, ich habe immer gesagt, für mich war es zwar eine schwierige Saison gewesen, aber ich habe viel profitiert, einfach auch mal zu merken, ja, manchmal liegt es nicht nur an dir, ob du spielst oder nicht spielst, es hat, was der Coach denkt, wie es der Mannschaft läuft. Und ich habe wirklich so ein bisschen das rausgenommen, eben, was ich kontrolliere, ist, dass wenn ich spiele oder wenn ich bereit bin, wenn ich die Chance bekomme. Und irgendwann ist die Chance gekommen. Und das war, glaube ich, auch die einzige Saison, in der ich je im alten Stadion zu Biel gespielt habe, weil das war nämlich hier in den Playouts gewesen. Und zum Glück haben wir hier national bleiben und ja, ein Jahr darauf bin ich wieder zurück zu Davos gewesen. Und du hast natürlich seit 2016 einen großen Anteil daran, dass Biel von einem, ja, sagen wir, Playoff-Wackelkandidat zum Titelwärter gewachsen ist in den letzten 3 Jahren. Und jetzt geht die Karriere beim EHC Biel ja abrupt zu Ende. Du hast mal in einem Zeitungsinterview vor kurzem gesagt, ja, deine schlimmste Vorstellung sei eigentlich, den Titel aufzulüpfen vor leeren Rängen. Ist jetzt die Vorstellung heute oder das, was wahr ist, wurde noch schlimmer? So ein abruptes Ende? Ja, ich weiss es nicht. Es wäre glaub, beides nicht so, wie du dir dein Traumende von der Karriere vorstellst. Aber gleichzeitig eben, das Traumende ist irgendwie, dass du im letzten Spiel den Meistertitel gewinnst und kannst als Sieger oder mit einem Sieg aufhören. Ich glaube, das klingt leider oder nur sehr wenig. Also von dem her wollte ich ja nicht meine Karriere oder mein Ende der Karriere von dem her abhängig machen. Und ja, so wie es jetzt war, ist eben, es ist nicht von gestern auf heute gekommen, sondern ja, mit dem Ganzen, was passiert ist, mit dem ersten Spiel ohne Zuschauer, mit den Diskussionen, ja, Playoffs ohne Zuschauer, ist es ein bisschen. Ja, hast irgendwie müssen die damit befassen, dass sie wahrscheinlich nicht das Traumende wird. Sie müssen darauf vorbereiten, dass es eigentlich passiert. Ja, es war wirklich so ein bisschen, ich habe irgendwie gemerkt, oder hast gemerkt, irgendwie, das Traumende wird eh nicht eintreffen. Auch wenn du den Meistertitel hast, am Schluss dort stehst und den Kübel von leerem Publikum aufhebst, oder bist irgendwie 3-0 voraus im Finale und plötzlich ist irgendwo im Gegner irgendjemand Coronavirus und die Saison wird dann abgebrochen. Aber es hat noch wirklich so Situationen gegeben, die noch schlimmer sind. Für alle Fans draussen, Jonas, es ist das definitive Ende von deiner Karriere. Weil das ist ja, der eine oder andere hat sich Gedanken gemacht, wenn der Jonas, der Perfektionist, der immer noch mehr will, so hast du dich selber beschrieben, gleich vielleicht noch eine Saison hängen. Die Fans von mir dabei würden sich das wünschen. Vielleicht auch der Uli Schwarz im Studio. Ja, nein, für mich ist, ich glaube, auch während der Saison hat es nie wirklich das Gefühl gehabt, nein, ich habe eine falsche Entscheidung getroffen. Ja, und ich habe vorher gesagt, ich will es nicht abhängig machen, ob jetzt Schweizer Meister wird oder nicht. Es sind viele Sachen, die dazu sind, Sachen, die du kannst beeinflussen. Meine Leistung für mich kann ich beeinflussen. Und ich habe dort wieder das Gefühl gehabt, ich wirklich gute Saison gehabt, ich konnte dem Team wieder helfen. Und es gibt auch Sachen, die du nicht beeinflussen kannst. Und das mit dem Ende kann ich nicht beeinflussen. Und ja, eben, ich habe gelernt, über die Karriere auch halt das Positive mitnehmen, das kontrollieren, was ich kann. Und ja, das kann ich nicht kontrollieren. Und das heisst aber auch nicht, dass ich alles wegen dem auf den Kopf stellen muss.
Ja, jetzt hast du 9 Jahre lang in der NHL gespielt, 3-mal Olympiateil genommen. Da kommen ein paar Anekdoten, Geschichten zusammen. Und unser Studiogast, der Experte Sven Helfenstein, der kann sich, glaube ich, noch erinnern, Sven, oder? Ich glaube, SC Herisau und Moskitos, ist es etwa gewesen? Ja, es war etwa dort rum. Ich mag mich noch gut erinnern. Er war ein Spätstarter, sage ich mal. Es war mit dem Thomas Nüssli, glaube ich, sogar noch, als wir zusammen gespielt haben. Und ich mag mich erinnern, dazu mal habe ich das Gefühl gehabt, ich noch ein bisschen die Oberhand. Ein paar Jahre später hat es dann ein bisschen, dann ein bisschen gekehrt. Und also wenn ich Karriere können tauschen könnte, würde ich, glaube ich, keine Sekunden überlegen. Und heute Abend auch noch im Studio der Peter Zahner, der CEO von der ZSC Lions. Ist dann, wo du eigentlich so ein bisschen in Nazi bist gekommen, Verbandsdirektor gewesen? Vielleicht kann sich der Peter Zahner natürlich auch noch an die frühen Jahre von Jonas Hiller erinnern. Ja gut, wenn man natürlich jetzt sieht, dass so ein Hockeyspieler Karriere beendet und dann tut man sich zurückerinnern, wenn man das erste Mal den Jonas Hiller wahrgenommen hat, in seiner Funktion damals als Verbandsdirektor in den Junioren-Nationalmannschaften. Also da merkt man auch, wie lange man im Hockey mittlerweile dabei ist. Aber er hat ja wirklich eine grandiose, grossartige Karriere gehabt. Und wie gesagt, dass er so jetzt zu Ende geht, ist einfach für all die Spieler, die es betrifft, unglaublich bitter. Das hat keiner von denen verdient. Und der Jonas als Letzte. Weil so eine grosse Karriere sollte man auch mit den Fans, das ist ja die engste Beziehung, die man hat, sollte man mit den Fans können zelebrieren. Wie viele Leute haben sich heute bei dir gemeldet, wo das abrupte Ende plötzlich festgestanden ist nach 20 Jahren? Ja, es sind natürlich schon eben viele Kollegen, sei es aus meinem Hockey oder sonst Kollegen, die ich kennengelernt habe über die Jahre, wo ja, eigentlich auch ein bisschen ähnliche Worte sagen. Sei traurig, dass es so zu Ende, aber ich bin stolz auf das, was ich erreicht habe. Und, das probiere ich auch. Ich meine, klar, das ist eine Momentaufnahme, aber am Schluss waren es über 20 Jahre Profisport. Und ich habe probiert, immer zu geniessen und irgendwie auch probieren zu schätzen, was ich an dem hatte. Und gleichzeitig freue ich mich jetzt auch wieder auf einen neuen Lebensabschnitt. Und es ist halt natürlich auch schön zu hören, dass Kollegen das gleich auch mitverfolgen und sich nicht irgendwie, ja, wenn es gut läuft, dann sind es Kollegen. Und wenn sie mal nicht ist, dann nicht. Und darum habe ich das schon auch geschätzt. Wie nöch lässt es Jonas Hiller, der ganz viel in seiner Karriere sieht, ganz viele extreme Situationen, letztes Jahr das Playoff-Halbfinale, der Papa, der gestorben ist, oder auch Verletzungen mit Gleichgewichtsstörungen 2011 in der NHL-Karriere. Wie nöch lässt du so Momente wie heute noch an dich her? Oder wie sehr kannst du dich distanzieren und das Ganze reflektiert macht, als Familienvater, als jemand, der den nächsten Schritt geht? Ja, ich glaube, der heutige Tag war schon irgendwie extrem emotional gewesen. Einerseits eben die Enttäuschung, dass jetzt ja, definitiv fertig ist. Andererseits irgendwo die Vorfreude auf das, wo jetzt kommt, Sachen, die ich wegen dem Hockey haben müssen verzichten musste, wo ich sage, ja, mal, jetzt kann ich wirklich wieder mehr Zeit für das investieren. Ich glaube, dadurch, dass jetzt irgendwie halt schon ein paar Tage oder fast Wochen irgendwie dich darauf vorbereiten kannst oder ganz die Überlegungen, ja, was ist, wenn und so, ist es vielleicht nicht gerade so gekommen, wie es von gestern auf heute wirklich gesagt hat, zack, fertig und du aus heiterem Himmel gehst. Aber ich glaube, es wird da dort noch ein bisschen Zeit brauchen, um das zu verarbeiten. Ich glaube, es sind so viele Sachen, so viele Emotionen, so viele Erinnerungen daran. Und du kannst das klar realistisch sehen, aber eben, es ist gleich immer noch, je nach Situation oder wenn du wieder Erinnerungen hast, wirst du teilweise halt schon sentimental. Und es wird sicher auch noch ein bisschen Zeit brauchen, um das wirklich zu realisieren, was jetzt passiert ist und was da vielleicht auch nicht mehr ist. Dir gehört zum Beispiel eine Kitesurf-Firma, du bist beteiligt an weiteren Firmen. In Privatwirtschaft, der Übergang. Du hast mal im Interview gesagt, ja, plötzlich ist es dann so, wenn ich etwas Gutes gemacht habe, dann klatschen die Leute plötzlich nicht mehr in Privatwirtschaft. Wie stellst du das vor, der Jonas Hiller nicht mehr beim Hockey spielen, sondern hast du dir schon mal Gedanken gemacht, oder ist das etwas, was einfach... Ich weiß auch nicht. Also eben, ich bin heute Morgen in der Garderobe und hatte noch die letzte Liebling, die du unterschrieben hast. Du machst jedes Mal am Schluss die Nummern her. Und dann heute Nachmittag bin ich bei Cinca, bei der Kitesurf-Firma, dort müssen Sachen unterschreiben. Jetzt ist ich, nein, jetzt muss ich die Nummern nicht mehr her tun. Und dann plötzlich überlegst du, ja, vielleicht ist das dann mal das letzte Liebling, die du unterschreibst. Und ja, jetzt unterschreibe ich halt eben nicht mehr mit den Nummern. Oder wenn du das Nummern her tust, denkst du dir so, hey, wieso, was soll jetzt die Nummern noch hinter deiner Unterschrift? Es wird sicher eine Umstellung geben. Und gleichzeitig bin ich auch froh, wenn ich nicht irgendwie das Gefühl habe, du musst irgendwie 50 Mal in der Saison bist du der, der einen grossen Teil darauf Einfluss hat, was dein Team macht. Nicht mehr der, der es auspfeift, wenn du mal einen Fehler machst oder wo am nächsten Tag musst du in der Zeitung lesen, wenn du
du jetzt Goal bekommen hast. Also, ich weiss noch nicht, was für einen Job ich genau habe, aber ich nehme an, es wird nicht gerade so sein, dass ich am nächsten Tag darüber in der Zeitung lese. Es gibt auch Sachen, die man nach der Karriere geniessen kann. Jonas Hillem, merci für mal, haben wir hier bei dir ins Wohnzimmer reinkommen dürfen. Einer der grössten Schweizer Goalie von der Hockey-Geschichte. Und redet, würde ich sagen, wir lehnen uns zurück, schauen euch weiterhin zu. Tschüss hier aus Hingerkappelen. Tschüss zusammen, merci. Danke vielmals für die Gastfreundschaft von unserer Seite, dass wir dürfen im Wohnzimmer sein von Jonas Hiller. Danke vielmals an Gabriel Gasser. Und wenn ich das aufgreifen darf, einerseits, wir verneigen uns vom Jonas Hiller vor seinen Leistungen, vor seiner Karriere. Und vielleicht ist es ein Zufall, Ueli, aber ist dir aufgefallen, wie er die Maske vom EAC Biel gehalten hat? Das Loslassen scheint nicht so einfach zu sein. Vielleicht gibt es einen Hoffnungsschimmer am Horizont. Ja, vielleicht gibt es das. Das weiss man nie. Wir haben ja jetzt gerade erlebt, wie schnell es gehen kann in diesem Hockey-Leben mit Überraschungen. Mhm. Aber ich glaube, der Jonas hat unserem Club in verschiedenster Hinsicht sehr geholfen. Er hat geholfen, wo man ins neue Stadion ist, eine neue Epoche einzuläuten, wo wir auch höhere Ziele mit dem Club können verfolgen konnten. Da war er ein wesentlicher Teil gewesen. Und so komisch es tönt, aber dass er früh kommuniziert hat, dass es seine letzte Saison ist, das hat wehgetan, wie verrückt. Aber letztlich hat es uns eben auch geholfen, dass er früh hat Klarheit geschaffen hat. Das hat uns gewisse Planungsleitplanken gegeben. Und ich glaube, eins ist sicher, der Jonas hat in Bio Sachen geleistet, wo die Türen immer offen sind. Ob das als Zuschauer ist oder mal in einem Training als Blauschgoalie. Ich bin sicher, er hat es gehört und wird gerne mal darauf zurückkommen. Karrierenende von Jonas Hiller nach fast 20 Profijahren. Das Gleiche gilt auch für seinen Teamkollegen, für den Mathieu Chanté, den wir hinten drauf auch gerade neben ihm haben. Das ist der Bieler Captain und die grosse Identifikationsfigur und Integrationsfigur. Ja, hallo zusammen. Ein kleines Statement von meiner Seite. Es war ein sehr spezieller Tag heute. Saisonende und gleichzeitig Karrierenende. Ich glaube, ich habe mir das sicher ein bisschen anders vorgestellt. Gerade in Bezug auf Playoffs, wo ich das Gefühl habe, dass wir mit dem EHC Biel ein sehr starkes Team hatten. Wir haben wirklich in letzter Zeit wieder extrem gut Eishockey gezeigt. Die Verletzten sind alle zurückgekommen. Also, langsam hatte ich wirklich das Gefühl, dass wir hier wirklich in der wichtigsten Saisonphase auch, am besten zu Wege wären. Nun ist jetzt halt das nicht so, aber man muss es so anders sehen. Ich glaube, es gibt viel Wichtigeres auf diesem Planeten als Eishockey. Und das Coronavirus ist nun halt mal da und ich glaube, es ist die richtige Entscheidung. Ich glaube, man muss wirklich alles machen, damit man den Schaden so gering wie möglich kann halten kann. Und als Sportler glaube ich, man muss auch lernen, mit solchen Situationen umzugehen. Und was die Zukunft bringt, das werden wir jetzt sehen. Auf jeden Fall, glaube ich, ist es eine gute Gelegenheit, um mich mal zu bedanken bei allen Fans. Ich glaube, es ist für die Fans wirklich nicht einfach. Ich meine, jeder hat die Playoffs jetzt wollen gesehen. Für das schaffen wir jetzt das ganze Jahr. Aber so ist es halt. Aber gerade was den HC Biel betrifft und die Fans vom HC Biel, ich glaube, ihr wisst, dass wir Spieler wirklich alles gegeben haben. Wir haben eigentlich eine extrem erfolgreiche Saison gehabt bis jetzt. Wir sind in allen Wettbewerben sehr weit gekommen. Und ich glaube, die Fans haben auch gesehen, dass wir wirklich bis zum Schluss gekämpft haben und mit Herzblut dabei sind. Und von dem her möchte ich mich auch hier bedanken bei allen. Und wir werden uns sicher in Zukunft noch sehen. Merci vielmals und tschüss zusammen. Wunderbare, bewegende Worte von Mathieu Chanté, von einem, der es wahrscheinlich so nicht mehr wird geben im Schweizer Eishockey. Angefangen bei Biel, aufgehört bei Biel, immer der gespielt und ist jetzt auch noch Vorstandsmitglied vom Donatorenverein. Ihr wisst schon, wie ihr diese Typen einbindet, gell? Auch nachher. Ja, sicher. Ich meine, er ist ein Monument in Biel und so Leute, wenn man die irgendwo in der Organisation behalten kann, dann muss man die Chance packen. Und wir sind sehr froh, dass er auch bereit ist, das zu machen. Es war aber eindrücklich, was er gesagt hat. Nicht nur, was er gesagt hat, sondern wie er es gesagt hat. Also, wenn du jetzt die Enttäuschung müsstest, beschreiben, wie sich einer fühlt, dass die Karriere so zu Ende geht. Das ist also, muss sagen, da hat man es jetzt wirklich gespürt, die Enttäuschung, die Leere, dass sie so muss zu Ende gehen. Das mag man jetzt also wirklich auch einem Konkurrent nicht gönnen. Du hast mal kurz mit ihm zusammengespielt. Du hast, glaube ich, 11 verschiedene Vereine gespielt, Sven. Mhm. Er hat in einem gespielt. Wie geht es dir, wenn du an den Vergleich denkst? Wie geht es dir überhaupt, wenn du an Mathieu Chanté denkst? Ja, sei es, haben wir ihn kommen, oder? Sag ich mal, oder? Ja, immerhin. Ja, nein, sicher
sagen wir so, Karriere siehst du heutzutage nicht mehr viel. Oder? Also, ich sage, heutzutage sind so viele Variablen, die da reinspielen, ob einer kann beim Club bleiben oder nicht. Und wenn du als Spieler, ich sage mal, das wirklich kannst machen, das spricht einerseits für dich als Persönlichkeit, neben dem Mies sicher auch, auf dem Mies. Und ich sage mal, er war sicher ein Spieler, der nicht nur, ich sage mal, wegen seiner Hockeyfähigkeiten in Biel die ganze Zeit können bleiben, sondern auch, er war ein super Typ, der super gleich war. Ich sage mal auch zu allen Leuten rundherum. Und ich sage mal, wenn du so kannst, ich sage mal, planen in deinem Leben, wenn du weißt, du kommst dort hin und du spielst dort nachher in deine ganze Karriere. Also viel, viel Cooleres gibt es eigentlich nicht. Bei mir ist das leider ein bisschen schwieriger gewesen. Ich bin mit dem Wohnwagen unterwegs gewesen. Siehst, es gibt auch die Karrieren, die nachher da bei uns im Studio weitergehen. Ich finde es eigentlich gar nicht so schlecht, dass es das gibt. Ueli, wenn wir da hinter schauen, das sind, wir haben es jetzt eben erzählt, Tausende, aber Tausende von Spielen in der National League, in der Swiss League natürlich dann auch, oder Swiss League und National früher. Ich meine, wie geht es, wenn du da hinter schaust, deine Namen siehst und denkst, dass jetzt die Karriere auf diese Art und Weise zu enden? Peter hat vorhin etwas Schönes gesagt, wenn er der Hilli gehört hat, hat er gesagt, da merke ich, wie lange sie dabei sind. Sagen sie jetzt etwas anders. Mit denen hatte ich auch irgendwie zu tun gehabt. Da merke ich, wie alt ich eigentlich bin. Das ist ein bisschen anders formuliert, als der Peter gemacht hat. Aber das ist schade für alle die. Da bin ich voll beim Peter. Wenn man so muss hören, das ist nicht witzig, das ist nicht lustig. Aber jeder hat seine Geschichte und jeder hat sicher seine Fußspuren hinterlassen. Mhm. Und hat dort, wo er jetzt am Schluss gespielt hat, einen wesentlichen Beitrag geleistet. Und merci, Jungs. Ja. Wir diskutieren, wie geht es den Spielern. Wir wollen aber selbstverständlich auch diskutieren, wie geht es denn euch draussen, wie geht es den Fern. Wir haben hier einen rausgepickt. Ja, hallo zusammen, Sean, Gotero-Fan. Seit den 90er Jahren Playoff-Absage 92-22. Natürlich enttäuschend und scheiße für jeden Fan. Der Virus kommt jetzt ein bisschen zu einem undenkbar ungünstigen Zeitpunkt. Ich kann es leider nicht ändern. Meister oder nicht Meister, ich würde sagen nein. Ich denke auch, dass der ZSC hier darauf verzichten wird, wie das auch in anderen Ländern schon passiert ist bei dem Abbruch. Und ja, jetzt hoffen wir, es gibt eine Zwischenlösung, eventuell Punkte mitnehmen auf die neue Saison, 100. Runde spielen. Da hat sich die SCB immer noch für die Playoffs qualifizieren und der Gotter immer noch den Meistertitel anholen. Ja, wie geht es euch draussen? Diskutiert mit auf unseren Social Media Plattformen. Wir wollen eure Meinung hören zu dem Meisterschaftsabbruch, der heute offiziell geworden ist. Wie geht es euch mit dieser Entscheidung? Meldet uns über unsere Social Media Plattformen. Und ja, es gibt schon den einen oder anderen Vorschlag, Sven, wie wir weiterfahren könnten. Ja, den mit den Punkten mitnehmen habe ich ein bisschen speziell gefunden. Den würde ich jetzt definitiv dagegen stimmen. Aber sonst, viele Sachen hat er natürlich recht. Es ist eine mühsame Situation und es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ich habe das Gefühl, das ist meine persönliche Meinung, ohne irgendwie einem zu nahe zu treten, ich habe das Gefühl, die Qualifikation sagt doch recht viel aus über den Sport. Mhm. Ist okay, es sind 50 Spiele. Ich sage, die Qualifikation sagt vielleicht sogar mehr aus als Playoff. Weil es halt einfach, es ist eine größere Anzahl Spiele. Du musst wirklich zeigen, wenn du über 50 Spiele oben stehst, dann bist du wahrscheinlich die beste Mannschaft gewesen. Das heisst aber noch nicht, was Meister bist. Aber wenn ich jetzt müsste sagen, soll Zürich Meister sein, ja oder nein, würde ich jetzt sagen, ja. Einfach, um der Qualifikation einen gewissen Wert zu geben. Die Diskussion wollen wir gerade sofort aufgreifen. Wir haben aber zuerst noch einen ZSC-Fan zu Wort kommen lassen, um eben das auch nochmal zu lancieren. Für den Z finde ich es natürlich schade, wenn die Saison jetzt abgesagt wird. Ich glaube, jeder von uns Hockey-Fans in der Schweiz hat gerne ein bisschen Playoffs geschaut. Aber Gesundheit geht meiner Meinung nach ganz klar vor. Von dem her ist es auch schon die richtige Entscheidung. Dass der Meister jetzt auch, falls nicht gekrönt wird, ist schade. Aber ich bin der Meinung, nach 50 Runden Eishockey, denke ich, dass der Qualisieger einfach allgemein Teams genug Leistung gezeigt hat und dass man auch den Qualisieger zum Meister machen könnte. Meinetwegen halt mit einem Asterix hinten dran. Ja, dann gibt es eben auch noch die Reaktion, die wir beim Geisterspiel im Hallenstadion gesehen haben. Das Plakat kein Meister ohne Playoffs. Also diese Stimme hat es auch gegeben aus dem ZSC-Fansektor. Wir wollen das aufgreifen. Da bei uns am Tisch mit dem CEO von der ZSC Lions, mit dem Peter Zahner. Ja, wie ist jetzt das? Morgen wird ja auch über das natürlich befunden, oder? Weil ein Reglement gibt es nicht, was jetzt passiert und wer jetzt Meister ist. Das ist ja so. Wir haben hier ein Plakat. Kein Meister ohne Playoffs. Das ist eine Meinung von Fans, wie es genau die anderen Meinungen auch gibt. Und da
ist man natürlich irgendwo zwischendrin. Jetzt muss man natürlich schon ein bisschen aufpassen. Wir haben auch Verantwortung im Schweizer Eishockey. Es gibt immer wieder die Diskussionen, wie wichtig und bedeutend ist die Qualifikation. Viele sagen, ja, das ist Geplänkel. Und dann, wenn das vorbei ist, dann fängt der Playoff an und dann kann der 8. noch Erster werden und Schweizer Meister werden. Playoffs sind das Entscheidende. Ich glaube, wenn man 6 Monate lang trainiert, 6 Monate lang spielt, wenn man voran 3 Monate lang ein Sommertraining macht, wenn man am Schluss nach 50 Runden an der Spitze steht, ist es auch legitim, dass man darüber diskutieren kann, ist denn die Mannschaft Schweizer Meister. Und wenn man sieht, dass die Diskussion, wie wichtig ist die Qualifikation, bin ich der Meinung, ja, es ist eine gewisse Berechtigung, dass ZSL1 als Schweizer Meister gelten. Immerhin haben wir eine reguläre Qualifikation gespielt mit 50 Runden. Im Fußball hat man in der Schweiz 36 Runden. In Deutschland in der Bundesliga im Fußball hat man 34 Runden. Da kann man also, könnte man durchaus auf die Idee kommen, nach 50 Runden ist man Schweizer Meister. Uli? Ich bin mit sehr vielem einverstanden, aber nicht mit allem. Ich bin einverstanden, dass man den Wert der Quali sehr oft abspielen will, aber er ist hoch. Weil wenn ich schaue, was wir für eine Showpot bekommen, die Spannung, die Intensität, die Qualität dieser Spiel, wer sagt, 50 Runden ist für nichts, der ist fehlend Platz. Da bin ich 100%. Also wenn die ersten 4 Teams innerhalb von 2 Punkten klassiert sind, dann sagt er schon einiges aus. Ja, nicht nur das, das, was unter dem Strich passiert und. Wir haben ein Top-Produkt und das Produkt war gut gewesen, und jeder hat es 50 Runden lang auch ernst genommen. Und jeder, sei Sponsor, TV, Fan, ist ganz sicher auf die Rechnung. Jetzt kommt es aber, Ueli, oder? Mein Aber ist einfach das. Ich mache mir Sorgen, wenn man mit einer 3/4-Mehrheit eine Abstimmung macht und sagt, ja, wir haben es nicht reguliert, jetzt wird halt der Meister. Bei allem Verdienst, sportlich oder ZSCK. Weil, wenn man das macht, dann kommt die gleiche Frage in der MySports League, die man heute Abend auch abgebrochen hat. Die gleiche Frage kommt in der Swiss League. Dann kommt die gleiche Frage von dem, der aufsteigen will, von dem, der Angst hatte, müsste vielleicht absteigen. Und ich sage, das tut die Regularität gefährden. Was ich sofort dafür wäre, ist, dass man etwas lernt aus der Situation, das Reglement halt adaptiert und der Fall auch 711 Jahre vielleicht wieder mal vorkommt, reglementiert. Dann wäre ich sofort dafür. Wir müssen aber aufpassen, dass man die Qualifikation in das Absurde führt. Wir haben Fans, die kommen schauen können. Wir haben dieses Jahr, wenn wir jetzt die letzten 2 Runden ohne Fans nicht würden zählen, wäre das eine Rekordsaison geworden. Ja. Wir haben, der Uli hat gesagt, ein super Produkt. Wir haben Sponsoren, die sehr viel Geld zahlen, in jedem Club. Mhm. Und wenn man denen allen Leuten sagt, es ist alles unwichtig, was in der Qualifikation ist, hast du nicht gesagt, aber wenn man das würde sagen, die Stimmen höre ich auch, dann sind Clubvertreter auch gut bedient, wenn sie sich Gedanken machen zu dem. Weil man kann sein eigenes Produkt nicht schlecht reden und dann dem nicht einen Wert geben. Jetzt können wir natürlich fragen, ja, was hat der Meistertitel, wenn er ZSC1 zugesprochen würde, für einen Wert? Ich glaube, die Wertigkeit ist nicht die gleiche, wie wenn man in einem Playoff-Spiel, wo man dann gönnt, die Emotionen da sind mit den Fans, wenn man den Pokal aufheben kann, das ist nicht das Gleiche. Also die Wertigkeit ist eine andere. Aber am Schluss des Tages hat man trotzdem den Sport über 50 Runden, ist man Erster geworden, hat etwas erreicht als Mannschaft, man hat gemeinsam geschafft. Und ich glaube, das darf man nicht einfach außer Acht lassen. Ich verstehe dich völlig. Du bist der CEO des Qualifikationssiegers, sitzt da und musst das vertreten. Ich erlaube mir die Frage. Im letzten Qualifikationsspiel gegen Zug, ihr verliert das Spiel und gewinnt es nicht und seid nicht Erster. Würdest du mit der gleichen Meinung heute hier hocken und morgen an Patrick Lengmüller deine Stimme. Hast du das letzte Spiel gesehen? ZSL1 EV Zug. Ja, wir haben das Vergnügen da, alle Matches zu geniessen. Das war ein Highlight von dieser Saison, weil 2 Mannschaften haben unter den ersten Platz gespielt. Und es ist zu und her gegangen wie der Playoff, einfach ohne Zuschauer. Mhm. Aber die Intensität auf dem Feld, der Wille der Spieler. Weichst du jetzt gerade meiner Frage aus? Nein, ich komme nochmal darauf zurück. Ja, ja. Es war also ganz klar, die 2 Mannschaften wollen den Qualifikationssieg. Was denn der damals in dem Moment wert war, hat man auch nicht gewusst. Aber man wollte den Qualifikationssieg. Man hat vielleicht aber auch dem Gegner zeigen, wenn wir uns dann würden noch mal sehen, musst du einfach wissen, wir sind temperat. Oder? Aber die Intensität, die Qualität für den Hockeysport an diesem Tag war unglaublich hoch.
bin nicht sicher, ob ich die Antwort auf meine Frage bekomme. Wie ist die Frage genau? Ja, siehst du. Würdest du den Patrick Klingwil morgen unterstützen, wer der EV-Zug-Qualifikation sieht? Ja, würdest du ihm sofort deine Stimme geben, damit er auf die Dreiviertelsmehrheit also kommt? Ich nehme für mich in Anspruch, durch meine Karriere im Schweizer Eishockey, ich habe immer für Schweizer Eishockey gedacht. Mhm. Und ich glaube, Uri, das kannst du bestätigen. So, ja. Ich habe nicht dort, wo ich geschafft habe, immer nur die Interessen vertreten. Ja, das nehme ich für mich in Anspruch, die Weitsichtigkeit gehabt. Und wenn man weitsichtig denkt, würde ich für mich in Anspruch nehmen. Ich würde auch behaupten und sagen, wenn der EV Zug die Qualifikation gewonnen hätte, müsste ich sagen, Chapeau, am meisten Punkte gemacht, tolle Saison gehabt, gute Mannschaft verdient. Jetzt kommt nur das Problem. Die ZSC1-Spieler haben das natürlich längstens schon untergraben. Wenn ein Roman Wick sagt, wir haben höhere Ziele als einen geschenkten Titel, dann spielt das natürlich ein Peter Zahner nicht unbedingt in die Karte. Ja, ich glaube, es ist ein schwieriges Thema. Wir sind alle ein bisschen schizophren, wenn wir über das Thema diskutieren. Weil auf der einen Seite ist es so, wenn die Playoffs jetzt wirklich gestartet hätten und Zürich wäre in der ersten Runde raus, dann hätten alle gesagt, es war eine schlechte Saison. Wir haben einfach nur ein Team für Quali. Aber das Problem ist, das haben wir nicht. Und wir müssen einfach von dem ausgehen, was wir haben. Und Stand heute ist einfach, wir haben nur eine Quali. Und wenn wir nur eine Quali haben, dann war die beste Mannschaft Zürich. Und ich glaube, weiter müssen wir aus meiner Sicht gar nicht diskutieren. Und alles andere ist... Es wird weiter diskutiert. Aber unsere Spielregeln, die bestehen aus einem Wettbewerb, wo man sich in 50 Runden die beste Ausgangsposition sichern, Champions Hockey League Qualifikation und. Heimrecht für Playoff. Und es besteht aber auch drin, sich im Playoff durchzusetzen. Darum ist ja der Schweizer Meistertitel so etwas Fantastisches, weil du musst dich auf zwei Arten musst du dich bewähren. Vielleicht hast du ja müssen bewähren, im letzten Spiel noch in die Playoffs zu kommen. Das ist schon eine Leistung. Du hast den ganzen Winter lang Mühe gehabt. Und ich wehre mich einfach dagegen, dass man eher wie ein abgekürztes Verfahren macht und durch das einen Titel vergibt. Das tut für mich nicht die Quali abmindern. Noch eins, ich was wir diese Saison erlebt haben, wir haben die Botte bekommen, das war ein fantastischer Sport. Lass uns da zu einem Punkt kommen mit einem abschliessenden Wort von dir. Wie gross denkst du, sind die Chancen, dass du morgen die Dreiviertelmehrheit bekommst bei dieser außerordentlichen Ligaversammlung und damit eigentlich, das heisst, in dieser, ja, so verrückt wie das klingt, in dieser Versammlung heisst es, wir gratulieren der ZSC1 zum Titel. Das ist schwierig abzuschätzen. Man braucht eine 3/4-Mehrheit, weil es eben in dem Reglement nicht vorgesehen ist. Und alles, was die laufende Saison betrifft, wo man muss abstimmen, braucht eine 3/4-Mehrheit. Das ist sicher eine hohe Hürde. Aber es gibt natürlich auch Beispiele in anderen Sportarten. Skifahren wegen dem Coronavirus ist das Weltcup-Finale abgesagt worden. Mhm. Das ist für die Sportler brutal. Aber es tut jeder respektieren, der halt bis zu dem Zeitpunkt am meisten Punkte geholt hat, ist dann halt Weltcup-Sieger. Oder die Schweiz hat den Nationen-Cup gewonnen. Also man kann das auch aus verschiedenen Optiken anschauen. Ich sage einfach, dass die Spieler, um das schnell aufzunehmen, dass sie die Aussage machen, für das habe ich volles Verständnis. Mhm. Die wollen ja vor den Fans Schweizer Meister werden. Jetzt haben wir eine andere Ausgangslage. Und wie gesagt, mit dieser Wertigkeit hat es eine andere Bedeutung. Ja. Aber am Schluss des Tages ist es Belohnung für 50 Spiele, 50 Runden, die man absolviert hat. Und nach 50 Runden ist man auf Rang 1. Ich glaube, der Peter Zahner hat sein Plädoyer für morgen in Ittigen schon mal üben können, hier bei uns im Studio. Ich habe das Gefühl, er hat ein paar gute Argumente, wenn es um den Meistertitel geht. Und jetzt kommt natürlich auch die Frage, wie ist denn das mit möglichen Aufsteigern? Also wenn wir es haben von möglichen Swiss League-Aufsteigern in der National League, gehört jetzt zu den Aufstiegskandidaten Nummer 1 natürlich der EHC Kloten. Und der hat sich in den Viertelfinals, die noch gespielt worden sind, in der Swiss League auch durchsetzen können und ist damit auch noch im Rennen. Wie tönt jetzt das beim CEO vom EHC Kloten, beim Pascal Signer? Ich glaube, seit dem ersten Saisonspiel schafft die ganze Organisation in Kloten eigentlich darauf an, dass wir in die National League zurückkehren können. Die sportliche Situation ist anders als letztes Jahr. Letztes Jahr waren wir sportlich fertig, dieses Jahr waren wir am Rennen. Das hat auch zur Folge, dass sich natürlich die Geschäftsleitung intensiv mit dem Fall National League vorbereitet hat. Dass man natürlich schon zum heutigen Zeitpunkt eigentlich muss ready sein und wissen, wie wir in der National League funktionieren, was ist das Budget, wie wir ungefähr die Mannschaft aussehen. Also auf dem her sollte man eine Entscheidung Richtung National League kommen, ist der EHC Kloten sicher auf allen Ebenen parat. Was sagt das Bauchgefühl von Pascal Signer? Ja, ich tippe nie vom Spiel und ich habe jetzt kein Bauchgefühl. Ich habe einfach die Erwartung, dass wir morgen eine offene, konstruktive Diskussion innerhalb der Liga führen, dass es nachher eine Entscheidung gibt und wie auch immer die Entscheidung heissen mag, dass wir ab dem Samstag trotz dieser schweren Situation in unserer Branche vorwärts schauen können und die neue Saison vorbereiten.
Ich habe ein Bauchgefühl. Ich glaube, es ist ein Kalkül dahinter von dir. Weil wenn ihr Meister wärt, dann müsst ihr eigentlich den Qualifikationssieger von der Swiss League, also der AC Kloten, auch können sagen, wir sind Meister. Und damit könnte man eigentlich sagen, dann haben wir doch auch das Recht dürfen aufzusteigen. Sie sind an Qualifikation gekommen, dann sind sie auch Meister. Von mir aus sage ich auch, dass der SC Bern auf der Stufe U20 und U17 die Regular Season gewonnen hat. Und dann sind sie halt Schweizer Meister, auch wenn jetzt Playoff nicht gespielt werden können. Aber sollen sie dann auch aufsteigen aus deiner Sicht? Weil als Meister Kloten wird einen Antrag stellen. Jawohl. Es hat leider auch Stimmen gegeben, die gesagt haben, wir sollen nicht einmal auf den Antrag eintreten. Da wehre ich mich vehement und sage, nein, wir sind in einer Kultur, wo man miteinander diskutiert. Und Kloten soll das Recht haben, den Antrag vorzutragen und zu formulieren. Ob er angenommen wird, das ist etwas anderes. Aber nur schon abzuweisen, dass man über den Antrag nicht einmal debattieren soll, habe ich einen recht grossen Affront gefunden gegenüber einem Antragsteller, einem Mitglied von dieser Liga. Mhm. Sondern sie sollen den Antrag stellen, kann man darüber diskutieren. Und was man dann entscheidet, ist etwas anderes. Und natürlich dann wieder zu Derbys führen, nächste Saison. Also für uns, Kloten, extrem wichtig. Mhm. Oder? Diskussionslos. Der Grossraum Bern hat 3 Klub, der Grossraum Zürich hat einen. Rapperswil ist doch jetzt schon ein bisschen relativ weit weg von Zürich. Ist auch ein anderer Kanton, aber Kanton Bern hat 3 Klub und der Kanton Zürich hat einen Klub. Und Kloten würde uns allen gut tun. Und jetzt haben wir noch den Vergleich, Uli, zu 2003, wenn es mir recht ist, wo auch ein Meister da gestanden ist, damals von der Nazi B und dann am grünen Tisch aufgestiegen ist, der AC Basel. Aber da muss man aufpassen, das war eine andere Ausgangslage. Dann zumal, für die, die das vielleicht nicht mehr wissen, hat man die ganzen Playouts plus die Liga-Quali müssen streichen, weil es einen Vorfall gegeben hat und eine unmögliche Situation entstanden ist. Playoff oben durch hat man gespielt, aber alles, was unter dem Strich war, hat man nicht mehr gespielt. Swiss League oder die damalige Nationalliga B hat fertig gespielt, hat den Schweizer Meister erkoren. EAC Basel ist Schweizer Meister geworden, hat das Dossier für die Liga eigentlich erfüllt. Und die jede Hürde, die das Reglement vorgesehen hat, hat der EAC Basel dann zumal genommen. Und dort hat der EAC Basel natürlich mit Fug und Recht können sagen, ja Moment, wir haben genau das gemacht, was es nach Reglement braucht. Und das ist hier leider nicht der Fall. Darum, die zwei Fälle kann man von mir gesehen nicht vergleichen. Sven, und du hast natürlich noch etwas, was wir vorher besprochen haben, das Fallgefühl. Es gibt auch noch den EAC Fischb, der eigentlich auch die Auflagen erfüllen würde, ist immer noch im Rennen und hat auch gesagt, wir haben Ambitionen irgendwann einmal in der National League spielen. Ich glaube, das Wichtigste an dem Ganzen ist, sind zwei Punkte. Habe ich das Gefühl, das eine ist, bist du sportlich, ich sage mal, kompetitiv nächstes Jahr. Mhm. Habe ich das Gefühl, ist eher bei Kloten gegeben wie bei Wisp, Stand heute. Und das andere, was ich gerade so wichtig finde, wenn es sogar noch wichtiger ist, wie sieht einfach die ganze finanzielle Lage aus? Weil ich glaube, der Club tut sich keinen Gefallen. Wenn er raufgeht und gerade wieder finanziell komplett die Seite kommt. Das ist nicht fair gegenüber allen Spielern, die dort nachher sind, gegenüber allen Leuten, die beschäftigt werden von dem Club. Und ich glaube, das ist ein Punkt, den man sehr, sehr genau anschauen muss. Und wo ich auch finde, sollte man in Zukunft sehr genau anschauen. Was man einfach vielleicht auch mehr Richtung Nordamerika schaut und einfach sagt, es müssen einfach ganz klar finanzielle Parameter erfüllt sein. Was möchte ich sagen? Wenn einer das Päckchen bringt, vielleicht muss man die Türchen aufmachen. Ah, kann sein. Schweizer Hockey ist in einem ständigen Prozess, sich zu entwickeln. Und vielleicht ist die richtige Entwicklung, dass wir irgendwann 13, 14 Mannschaften haben. Ich würde das nicht ausschliessen. Aber ich bin nicht sicher, ob wir das auf nächste Saison werden haben. Es wäre komische Umstände, die dazu führen würden. Antworten auf jeden Fall zu den Fragen, die wir hier diskutieren. Wir erwarten sie morgen am Nachmittag nach der außerordentlichen Liga-Versammlung. Selbstverständlich halten wir euch auf unserem Kanal up to date. Und jetzt wollen wir auch noch den Ausblick machen, wie es in Sachen Eishockey weitergeht. Es gibt natürlich immer noch die grosse Hoffnung, dass es zu der Heim-WM kommt, hier bei uns in Zürich und in Lausanne. Und da wollen wir zwei hören, die dann würden spielen, ziemlich sicher im Kader von Patrick Fischer, und zwar der Captain und der Goalie, der Rafael Diaz und der Leonardo Cennoni. Ja, ich denke, ich bin eher eine Person, die extrem positiv denkt, oder? Und bis ich eigentlich noch nie gehört habe, oder bis zu dem Zeitpunkt, denke ich, hoffe mir weiterhin, oder? Es ist etwas wunderbar, es ist eine riesige Sache, WM dürfen können in der Schweiz spielen, und da hofft man natürlich bis zum bitteren Ende, auf jeden Fall. Jetzt ist ein neuer Tag, die WM. Solange der Entscheid nicht gefällt ist, zum nicht spielen, tue ich mich weiterhin so vorbereiten, wie ich es immer vorbereite. Ich will parat sein dort, und dann schauen wir weiter.
am 8. Mai sollte es losgehen. Und bei uns sitzt der Sportchef von der Heim-WM 2020, der Uli Schwarz. Wie geht's dir, Uli? Hast du mich heute schon einmal gefragt? Ja, ich frage dich immer, wenn wir uns hören. Das ist hast klar. Habe ich dir gesagt, ich bin aufgewacht und habe ein Buch mit 7 Siegel vor mir gehabt. Jetzt haben wir ein paar Siegel diskutiert, aber das ist natürlich auch ein Riesensiegel. Das ist ganz also klar. Lass uns das Buch doch ein bisschen wenigstens aufschlagen. Wie gross ist deine Hoffnung, wo du so nah dran bist und auch immer wieder hörst, wie kann es weitergehen, wie soll es weitergehen? Also grundsätzlich sind wir im OK da, für einen Auftrag auszuführen, den uns der EHF gibt. Und der Schweizerische Eishockey-Verband. Uns hat niemand gesagt, stoppt mit Arbeiten. Darum heisst das, für uns geht es im Moment normal weiter. Aber ich kann natürlich nicht aus meiner Haut schlüpfen, dass die Entscheidungen in den letzten 48 oder was Stunden, die da gefallen sind, die haben riesige Konsequenzen. Und es ist klar, dass sich die Ausgangslage für die WM durch das so wesentlich verändert hat. Es liegt nicht an uns vom OK zu sagen, Schluss, das ist nicht unsere Aufgabe. Aber es kommt natürlich irgendwann an einen Punkt, wo das OK sich auch muss fragen, wie sinnvoll ist es noch? Was ist überhaupt noch alles machbar? Und ich habe das Gefühl, ähnlich wie man das jetzt vielleicht bei der Liga hat, auch wenn wir einen anderen Entscheid lieber hätten gehabt, ich glaube, es ist gleich Zeit für Klarheit zu schaffen. Weil da sind ganze Haufen Leute, die extrem gearbeitet haben, zum Teil seit Jahren. Da sind ganze Haufen freiwillige Helfer, die sich vorbereiten und nicht einmal das Fünfe bekommen für das. Es sind ganz viele Arbeiten geleistet. Es ist ein gespässiges Gefühl, den Leuten zu sagen, es geht weiter und sie merken, wie drumherum die Welt ein bisschen von Stillstand am Hockey. Uli, es gibt jetzt Stimmen schon, die sagen, richtet den Fokus unbedingt auf 2021. Dass dann die WM nächstes Jahr hier bei uns wieder stattfinden soll, halt einfach ein Jahr verspätet. Was sagst du denen? Schau, wenn heute Weihnacht, Ostern, Pfingsten, Geburtstag alles zusammenkommen, würde ich sagen, genau also das. Heute ist ziemlich was zusammengekommen. Also, darum würde ich sagen, jetzt hätten wir auch ein bisschen zurecht etwas zu wünschen, dann würde ich sagen, genau das würde ich auf mein Zettel schreiben. Wie realistisch ist es dann? Ja, ich denke, das liegt nicht in unserer Hand. Aber das ist sicher eine Stossrichtung, die man muss diskutieren muss. Und da müsste jetzt wir als Schweizer, und da rede ich jetzt stark vom OK, aber auch vom Verband aus, eigentlich alle Hebel in Gang setzen, dass wenn man eine Absage so gefasst, dass man bei allen Schwierigkeiten oder so hat, versucht, diese Strategie zu befolgen. Ich gehe da zuvorderst an die Fahne. Du kennst als internationales Eishockey bestens, du bist Präsident von der Champions Hockey League, du weißt so viel über die ganzen Vernetzungen. Was hast du das Gefühl, wie gross ist die Chance, dass man einfach sagt, okay, das ist keine WM, aber für nächstes Jahr, aber dann da und es wird einfach alles ein Jahr hinten rausgeschoben? Also ich bin in einem Komitee vom Internationalen Verband, wo genau das Thema diskutiert wird. Am Montag in einer Woche ist es, glaube ich. Ich bin ganz klar der Meinung, wenn die Schweiz die WM würde verlieren wegen dem Coronavirus, dann müssen wir einfach alles um ein Jahr schieben, wie es zum Teil auch bei den Junioren-Weltmeisterschaften gemacht wird. Nur hat man jetzt eben für die nächsten, glaube ich, 3 oder 4 Jahre die Weltmeisterschaften schon vergeben. Und da muss einfach auch Solidarität da sein. Und das kann der IHF steuern, indem er auch mit diesen Verbänden redet und dass er sagt, das ist jetzt eine außergewöhnliche Situation. Die erfordert außergewöhnliche Massnahmen und somit tut sich einfach alles um ein Jahr hinten raus verschieben. Das ist nicht so einfach, aber ich glaube, das müsste Stossrichtung sein, um diese Richtung zu arbeiten. Weil eben, wir können davon ausgehen, Spieler aus der NHL, wenn jetzt die WM noch stattfinden würde, bei uns jetzt vielleicht nicht, wir hätten schon gehört, es könnte in Sochi stattfinden oder wie immer, die würden ja niemals freigeben, hat man jetzt das Gefühl. Oder? Weil die verstehen auch langsam, was da läuft. Nein, absolut. Also ich glaube, es ist sehr, sehr schwierig jetzt, um genau zu sagen, was passiert. Es sind so viele Parteien, die irgendwo durch, dann müssen sie Goodwill zeigen. Aber ich glaube, also auf Bettenwin, wenn wir die Quoten anschauen, ob die WM das Jahr ist, also ich glaube, wenn du 10'000 Franken setzen, kommst du vielleicht noch, wie du vorher gesagt hast, ein 5 über oder so. Also vielleicht noch, weil du Sochi erwähnt hast, ist ja die Zeitung gestanden, Sochi, Weißrussland. Mhm. Das wird nicht passieren. Das ist bereits definitiv, das hat der René Fasel bestätigt. Die WM ist in der Schweiz oder es haben wir keine WM. Mhm. Also es sind die Momente, wo wir da noch diskutiert haben, wie sie Sachen WM könnte, wird allenfalls weitergehen. Was auch diskutiert worden ist in den letzten Wochen, selbstverständlich auch die Rolle der Fernsehpartner, wenn wir jetzt wieder zurück sind beim Schweizer Eishockey, eben von den Fernsehpartnern gegenüber am Schweizer Eishockey, immer wieder aufgegriffen worden, damit auch die Rolle von MySports. Und es ist uns ein grosses Anliegen, euch eine Botschaft rauszugeben. Und zwar hat Lars Ney mit unserer Programmleiterin, mit der Steffi Buchli, können reden. Ja, Steffi, der 12. März ging ich als Schweizer Tag in Geschichte, hat der Döni Wosche vorher gesagt. Ich glaube, auch für MySports eine ganz schwierige Situation jetzt, oder?
Ja, es ist eine schwierige Situation. Ich glaube allerdings nicht nur für das Eishockey, nicht nur für den Sport, sondern einfach für die ganze Welt. Ich glaube, es gibt niemanden, der nicht tangiert ist von dem, was im Moment abgeht, rund um das Coronavirus. Wir haben die Entscheidung von Swiss Eishockey und von dem Club zur Kenntnis genommen. Uns ist klar, dass die Sicherheit und die Gesundheit der Spieler und vor allem der Beteiligten in so einem Moment muss im Vordergrund stehen. Entsprechend haben wir auch Verständnis aus der Optik von Swiss Eishockey und von dem Club, dass sie die Entscheidung so getroffen haben. Selbstverständlich haben alle TV-Partner so lange wie möglich Spiel zeigen sozusagen. Sie haben alles probiert, dass die Saison weitergeht. Jetzt ist diese Situation eingetroffen, worst case, auch für uns, oder? Ja, ich habe selber immer gesagt, wir wollen lieber spielen, als dass gar nichts mehr geht. Jetzt sieht das vielleicht ein bisschen aus wie eine Kehrtwende, ist es aber glaube ich nicht. Ich glaube, vor zwei Wochen waren wir an einem völlig anderen Punkt gewesen, rund um die Corona-Diskussion. Man hat eigentlich jeden Tag Szenarien wieder müssen neu diskutieren. Entsprechend sind die Situationen nicht mehr vergleichbar. Und was jetzt eingetroffen ist, ist definitiv auch für uns der Worst Case. Was heisst das jetzt für das Programm? Ein Programm fehlt ein Herzstück. Und ich glaube, mir blüht das Herz, vor allem für unsere Fans, die ready gewesen wären, wie wir auch, um das Hockey zu feiern, um die Schlussphase zu feiern. Jetzt stehen wir da ohne ein wichtiges Produkt in unserem Portfolio. Das schmerzt mich vor allem für unsere Fans. Kannst du etwas über die wirtschaftlichen Auswirkungen sagen, was das jetzt heisst, die Absage von diesen Spielen? Im Moment können wir das noch nicht sagen. Das braucht ein Zeitchen, bis wir dort uns eine Übersicht verschaffen können. Aber ich glaube, selbst wenn ich einen Schaden könnte beziffern könnte, ich würde mich nicht getrauen, heute irgendwie öffentlich zu klönen. Ich glaube, es sind alle Wirtschaftszweige, jedes einzelne KMU ist im Moment am Blüten. Und ich glaube, wenn man sich da hervortut und selber gross laut anfängt rauszubrüllen, es tut uns weh, dann kommt man da im Moment, dann ist das im Moment sicher nicht das Richtige. Ich glaube, im Moment müssen wir jetzt die Situation weiter beobachten. Ich glaube, es ist ein Ausnahmezustand, wie wir alle noch nie erlebt haben. Und wir schauen, wohin uns die Situation noch bringt. Was würdest du den Fans für einen Tipp geben? Oder was würdest du ihnen jetzt auf den Weg geben, nachdem die Entscheidung draußen ist, dass die Saison nicht mehr weitergeführt wird? Ich weiss es selber noch nicht. Ich bin ehrlich gesagt noch am Verdauen von dieser Nachricht. Es wäre der Moment, wir müssen in nächster Zeit wahrscheinlich viel daheim bleiben. Wir sind viele in unseren Stuben. Es wäre aufgeleitet, um dann den Fans zu sagen, wir schenken euch Unterhaltung. Und jetzt können wir das nicht. Wir können keine Live-Unterhaltung schenken. Ich würde sagen, hebt den Kopf hoch und freut euch auf die nächste Saison. Wir werden versuchen, euch ein schöne Replays zusammen zu programmieren. Da könnt ihr vielleicht ein bisschen in alten Zeiten schwelgen. Aber irgendwie eine Kompensation für das habe ich leider auch nicht. Aber wir hätten doch ein Kompensationsangebot. Wir haben doch nämlich ein MySports-Alternativprogramm parat. Dein 26. Spieltag in der Bundesliga mit dem Revierderby Dortmund gegen Schalke. Samstag 14 Uhr. Live. Nur auf Sky. Und wenn wir jetzt zum Abschluss wieder zurück sind beim Eishockey, dann nehmen wir alle unsere Agenda führen. Egal ob elektronisch oder noch in anderer Form. Und bitte gut markieren oder anstreichen den Freitag, den 18. September. Dann ist nämlich der, ich sage jetzt mal, der geplante Start in der Hockeysaison, in der Meisterschaft 2021. Uli, in genau 190 Tagen. Das geht lang, aber freuen tun wir uns drauf, das ist klar. Gehen wir auch davon aus, wenn das so sein wird? Ja, absolut. Also ich glaube, der Peter hat zu Anfang der Sendung gesagt, es bringt nichts, wenn wir jetzt zu weit raus überlegen und den Worst Case, ich weiß nicht, wie lange hinten raus planen. Ich glaube, wir müssen absolut davon ausgehen, was es stattfinden wird. Ja, ich kann das nur bestätigen. Also, gehe davon aus und wir alle gehen davon aus, dass der Coronavirus sich hoffentlich auch wieder wird verflüchtigen wird. Und hoffentlich ist, dass in ein paar Jahren können wir zurückschauen und sagen, weißt du noch, das war schmerzhaft, aber es ist vorbei. Wir hoffen sehr. Danke vielmals, Peter Zahner, der CEO von der ZSL1, ist bei uns. Wir haben heute Mittag miteinander telefoniert und heute Abend sitzt er schon da bei uns im Studio. Wir wissen das sehr zu schätzen. Danke vielmals. Muli Schwarz und Sven Helferstein, danke euch vielmals. Ganz stellvertretend für alle Experten und das ganze MySports-Team, das vor und hinter der Kamera jeden Abend Vollgas gibt, jeden Tag Vollgas gibt für das Hockey-Produkt. Und wir danken euch ganz herzlich für eure Treue, für eure Aufmerksamkeit in dieser Saison 19/20. Passet auf euch auf, bleibt gesund und wir sehen uns spätestens am 18. September. Schönen Abend, alle miteinander. Radgib! Radgib! Was für ein Solo! Toni Rajala! Ja, und das ist nicht zu glauben! Der Debüt!
and Goal mit Sporttipp und Kiko Doro. Die Moderatoren wurden eingekleidet von S. Oliver. Oh, nimm da. Fonds selber zeichnen? Easy. Anlegen leicht gemacht. Als ich noch jung war, mussten wir den Lebensmitteln viel Sorge haben. Ein Drittel der Lebensmittel wird heute verschwunden.